Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Ich habe schon mal eine Schnellreise gemacht und zwar direkt zum Unterschlupf von ihr. Und ich würde sagen, wir gehen mal rauf und sagen mal kurz Hallo und reden mit ihr. Mal schauen, ob wir die beiden irgendwie wieder zusammenkriegen, dass die miteinander quatschen. Wenn du älter bist, darfst du vielleicht probieren. Also Prost auf Lisa und auf dich. Nicht schlecht. Okay, aber ein bisschen nichts aussagend. Okay, ich muss mich mal ganz kurz orientieren. Ach so, das hat einer gebaut da. Okay. Da ist nicht zufälligerweise irgendwas in der Garage drin. Garage ist nichts drin. Ja, okay, dann immer halt. Moin. Okay, Power Spend. Oh, ich mag dieses Skelett. Oh, bitte nicht. Fliegen. Yay, mal wieder Regen. Haben wir ja so vermisst. Okay, jetzt hier vielleicht nicht hinklatschen. Okay, wir können sie wieder deaktivieren. Du erstmal Energie aufladen. Dankeschön. Moin. Sam, danke, dass du da bist. Ich hab da was für dich. Das sind deine neuen Handschellen. Sie fungieren weiterhin als Terminal, aber dienen jetzt auch als Waffe. Nach der letzten Verbindung konnte ich alles von Grund auf neu gestalten. Sie sind jetzt noch Waffen? Genau. Strangschneider. Ich erklär's dir. GDs sind über Nabelschnüre mit der anderen Seite verbunden, richtig? Wenn diese Schnüre die Materie unserer Welt mit der Antimaterie ihrer Welt in Kontakt bringen, boom, leere Sturz. Aber wie Deadman schon annahm, hat dein Blut einzigartige Eigenschaften. Damit kann man GD-Schnüre durchtrennen. Diese Funktion habe ich eingebaut. Durchtrennst du die Schnur eines GDs, kehrt es in die Welt der Toten zurück. Kein GD, kein leerer Sturz. Alle gewinnen. Damit kann man sie losschneiden. Wenn du unbemerkt nah genug an sie herankommst, ja. Strangschneider, Superhandschellen. Gut. Probieren wir sie aus.
Schneid die Schnur zwischen uns durch. Sie schläft tief und fest. Ich habe ihr viel Milch gegeben. Tu's einfach. Bitte, Sam. Bitte befreie uns. Dies war nie ihre Welt, aber ich wollte sie auch nicht gehen lassen. Obwohl sie bereits verloren ist. Die Wahrheit ist, eigentlich ist sie nicht meine Tochter. Der Angriff und so, war das alles gelogen? Nein, der Teil stimmt. Meine Eierstöcke produzieren keine Eier und Lochner hat Probleme mit der Gebärmutter. Kurz gesagt, wir können beide keine Kinder kriegen. Für mich war das okay. Ich dachte mir, Kinder? Wer braucht die schon? Aber meine Schwester sah das anders. Lochner wollte ein Kind. Jemanden, der ihre Gene in sich hat. Sie verliebte sich in einen Mitarbeiter von Bridges, doch er starb bei einem Unfall. Sie war natürlich am Boden zerstört, und ich auch. Damals, bei diesen starken Gefühlen, spürte ich ihre und sie spürte meine. Als ich merkte, dass sie zu ihm wollte, Schluss machen, sagte ich zu ihr, bekommen wir doch ein Baby. Wir befruchteten ein Ei von Lochner mit seinem eingefrorenen Sperma. Und ich trug es aus. In mir wuchs ein gesundes Kind. Aber dann kam der Angriff. Und unsere Bindung wurde durchtrennt. Ich wollte es ihr sagen. Aber ich war mit dem Kind verbunden. Ich konnte es nicht aufgeben. Doch ich lag falsch. Lochner muss es wissen. Manche Bindungen muss man für andere aufgeben. Man kann sich nicht an alles binden. Wenn wir die Welt verbinden wollen, muss ich mich erst wieder mit meiner Schwester verbinden. Also bitte, Sam. Tu es. Zu Lochner. Oh nee, wir müssen sie ja dahin Oh shit. Sam, machst du bitte zu? Ich war lange nicht mehr draußen. Das ist mir zu viel auf einmal. Ernst? Wirklich? Bist du sicher? Ich dachte, du kriegst vielleicht Angst nach der Zeit in den Trümmern. Alles gut, solange ich noch etwas sehen kann. Also, du musst jetzt nicht Angst vor der Außenwelt haben. Die Wärme des Lichts, die Berührung des Windes, der Geruch der Welt. Du hast's gut. Ihr beide seid noch verbunden.
Okay, Sam. Dann mal los. Ich weiß nicht, ich finde das Ganze ein bisschen umständlich. Also lieber normalen Anzug geben und dann. Ja, gehst halt ganz normal mit. Ja, also wir brauchen erstmal ein Fahrzeug. Also wir werden erstmal zu der Stadt zurückgehen. Oh, Scheiße! Ich hatte eine schöne Überraschung. Ach nee, nicht er schon wieder. Aber du hast anscheinend alle Hände voll zu tun. Kein Problem. Wir beugen einfach etwas die Regeln. Scheiße, und ich hab noch überhaupt nichts dabei. Ich stehe ja so auf miese Katzen, aber nicht, wenn sie gegen mich sind. Er sieht hungrig aus. Um das hier zu überleben, lass dich einfach nicht fressen. Klingt lustig? Nein. Aber klar. Ist weglaufen eine Option? Lauf, Sam, lauf! Ja, okay. Gang ist am Dampfen. Gott sei Dank habe ich super fast Sprint. Alla, komm, 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 komm. Komm. Alla, 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 alla. Komm. Komm, lauf. Verdammte Scheiße nochmal. Alla, lauf. Lauf, 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 lauf. Alter, du sollst laufen, verdammte Scheiße, nochmal. Lauf, 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 lauf. Komm, raus hier, raus hier, raus hier. Oh, okay. Quatsch, schon weg hier. Wir haben es geschafft. Alter, das war ja sehr mega fies. Ja, will ich mal hoffen. Schnell weg hier, Alter. Okay, Gott sei Dank, Energie. Alter Scholli, Alter Scholli. Nee, 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 nee. Beim Kampf wäre irgendwie gar nicht mehr so doof gewesen. Aber so ganz ohne Ausrüstung. Nee. Also, wir werden das Notwendigste mitnehmen und dann geht's los auf die Reise. Naja, bitte nicht hinfallen. Park, soll man vielleicht diesmal. Ah, ich wäre eigentlich schon gern beim LKW. Wo bleibt man stehen? Okay, Terminal. Also, privater Spind. Haben wir hier was drin? Ja, wir haben die Sachen auf dem Rücken. Mama. Nee. Terminal. Wir werden erstmal Ausrüstung herstellen. Nichts, was wir hier brauchen. Ich hätte gerne eine Bola Gun. Zweimal. Und dann hätte ich gerne Blutgranate.
Dreimal Munition 15. Okay, sonst noch irgendwas? Ja. So, Truck, Langstrecke oder Freewheeler. Warte mal, im Freewheeler hier? Ja, das wird bestätigen und schauen wir mal in die Garage. Alle umladen. Oh, scheiße, wir können das nicht. Die Werkzeughalterung. Einen Anzug befestigen, rechte Schulter. Linke Schulter. Na toll, das kann ich ja alles manuell machen. Rechte Hüfte. Okay, passt. Bestätigen. So, Garage. Garage. Wie wieder von Mengis. Ja, klappen wir uns den mal. Bestätigen. Dankeschön. Ja dann. Ciao. So, rein von der Strecke. Straße haben wir ja nach wie vor keine. Da ist der Langstrecken-Freewheeler, den ich da hab stehen lassen. Wir könnten natürlich auch hier so die Detour machen über den Schrotthändler. Da passiert uns eventuell dann weniger. Das ist eine Brücke. Gleichen Weg wie vorher fahren. Naja, komm. Nice. Danke für den Boost. Irgendwann mal haben wir hier die Straße fertig. In ferner Zukunft. Was soll man da mal rüberjumpen und schauen, was passiert? Aber jetzt was? Das machen wir mal. Geil. Hat gar nichts gebracht. Ja, das Ding. Hat immer im besten Timing. Hier ist eine Strangschneider nicht. Ja, ja. Abmarsch. Alter, diese scheiß Kamera. Okay, und wir sind da unten. Ja, sorry, dass es ein bisschen ungemütlich geworden ist. Aber das Spiel meint immer, die geilste Kameraeinstellung machen zu müssen oder sowas. Wo genau sind wir jetzt? Digitales Netzwerk verbunden. Ja, da unten. Okay, Leute. Lass mal ganz kurz unterbrechen. Das ist gerade ein bisschen laut außen. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Fenster ist zu. Wo ist diese Brücke? Gehen wir da hinten nicht drauf, ne? Es ist ein bisschen eine grobere Fahrt. Aber da wolltest du ja dich eintüten lassen. So. Kann ich rüber? Oh, sieht jetzt aus, als wenn ich zu schwer werde. Dann halt nicht. Dann nehmen wir halt die Brücke da hinten.
Kann ich dich eigentlich einsammeln, während ich da so mit ihr drauf bin? Oh ja. Nochmal zurück. Haben oder nicht haben, ne? Ah, komm her. Nein! Oh, nein. Aufs Fahrzeug rauf. Dankeschön. Wie sie den Behälter da einfach zwischen den Beinen hat. Oh, wie praktisch. Aufladestation. Gerade im richtigen Moment. Oh, und da können wir währenddessen gerade noch was einsammeln. Nice. Söderle. Abmarsch. Kleine Vorwarnung. Es könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden. Schlecht werden würde, wenn ich da hinten so drauf wäre und dann so Offroad mitfahren muss. Sam, bist du da, Sam? Ja. Das Krankenhaus, in dem ich lag, wurde unter einer Brücke begraben. Ich habe immer noch Albträume. Okay. Ich höre noch das Knacken vor dem Beginn des Einsturzes. Seitdem habe ich eine höllische Angst vor Brücken. Das sagst du jetzt, okay. Ja, das wird aber nicht die letzte Brücke gewesen sein. Ja. Warte mal, was ist da hinten? Ich weiß, wie das angesichts unseres Arbeitgebers klingt. Da wird gerade was gebaut. Die Dunkelheit fürchte ich auch. Ich kann nicht mehr schlafen. Geht nicht. Kann ich das aufhören? Nee. Okay, dann halt nicht. Aber dich, glaube ich, oder? Nee. Na dann, tschüss, Kowski. Ach ja. Okay, und tschüss. Vor allem, die würden sie halt einfach klauen, weil sie halt einfach nur Fracht ist. Genau genommen. Ah, Gott sei Dank, da ist die Straße. Soll ich noch mehr aufladen oder nicht, bevor wir darüber fahren? Ah, wir fahren einfach durch. Nicht ganz so schnell. Wir haben ja Zeit. Aber ist schon klar, dass die Leute hier nicht in die Straße investiert haben, wenn sie hier eigentlich so eh schon so gut geht. Das ist voll die Verschwendung. Obwohl Sachen hinterlegt worden sind. Dankeschön. Ja, da fahren wir natürlich nicht rein. Und noch einmal wieder durch. Ja, und ich würde sagen, wir fahren einfach genau exakt den gleichen Weg. Nice. Als erstes wieder zu dieser Ladestation hin. Na, Regen oder kein Regen? Ich fange jetzt gerade wie so ein leichtes Gewitter.
schaff das. Auf hier. Jö, geht doch. Komm. Yes, wir haben es geschafft aufs Plateau. Dankeschön. Nice. Aufgeladen. Los geht's. Oh, egal. Wir sind halt wieder von der Station da hier raufgefahren, oder? Ja, da sehen wir jetzt auch den einen Weg hier. Ja, ja, genau, da links sind wir dann wieder runter. Ich hoffe, du wirst nicht irgendwie erschossen oder sowas in der Richtung. Das war nämlich sehr unpraktisch. Der Weg rauf, würde ich sagen, machen wir, glaube ich, über die Route, wo wir den Schnee hatten. Oh, aber hier lang. Schlau da so lang zu fahren. Ah, es war vielleicht nicht die schlaueste Idee, hier lang zu fahren. Komm, 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 komm. Fahr, 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 fahr. Ah, shit. Ja, das war nicht die schlaueste Idee. Mit Motorrad durch den Wald ist eine doofe Idee. Oh fuck. Scheiße, ich sehe nicht, wo ich hinfahre. Oh scheiße. Fahr! Fahr, 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 fahr! Alter, fahr! Das ist. Nein, fahr, fahr, scheiße. Gib Gas! Verdammt nochmal! Fahr, 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 fahr. Alter, so eine Scheiße. Nein. Okay, komm, lauf. Lauf, komm, geh. Okay, sind wir hier sicher? Weil eigentlich hätte ich sehr gern mein Fahrzeug jetzt wieder. So eine Scheiße. Ja, ob ich es mir mal schnell holen kann. Denn hier kann ich mich verstecken. Okay, ich versuch's ein bisschen mit Schleichen. Ich hab mich einfach knallhart getroffen. Okay, langsam hinschleichen. Nicht entdecken lassen. Okay. Und ciao. Scheiß Idioten, ey. Ladestation. Dich brauche ich. Ich brauche einmal einen Charge, please.
Okay. Nö. Komm. Oh. Da hin. Oh, Gott sei Dank. Perfekt. Aufgeladen. Wir müssen eigentlich eh wieder auf die andere Seite rüber. Also hier. Ja, du mach dir mal keine Sorgen. Die Leute sind einfach nur ein bisschen hartnervig. Aber lange nicht so nervig wie die GDs. Vor allem, wenn das Fahrzeug auch was voll beladen ist. Aber ich muss schon sagen, rein so vom Spielprinzip her, eines der besten Spiele, was ich bis jetzt so gespielt habe. Und die Story ist ziemlich abgefuckt, aber gut. Oh, das Lager dürfte jetzt nicht mehr weit sein. Da hinten ist es ja auch schon. Und da machen wir noch Vollgas. So gut es geht. Ja, ich weiß, ihr habt es nicht mal wieder entdeckt. Ja, fuck, das sind gleich drei. Oh, ihr habt das Spiel jetzt bitte nicht getötet. Sonst muss ich den Typ mal noch abschleppen. Da reinfahren. Okay, wir haben es geschafft. Puh, sehr gut. Und parken. Das ist für dich. Danke für die Hilfe. Nice. Nein. Nein. Bitte tu mir das jetzt nicht an. Yes. Schon wieder keine Monetarisierung. Hey Sam. Ja. Erinnerst du dich an deine Geburt? Wer kann denn das? Ich. Ja, weiter. Ich erinnere mich an die Gebärmutter. Ich war nicht allein. Ich hörte den Herzschlag meiner Mutter. Was ist denn? Okay, da fahren wir nicht lang. Oh, muss das jetzt echt sein? Ach Mann. Sehe sie halt nicht mal. Ach, da vorne. Hab ich's. Na komm, zeig dich. Ich könnte natürlich einfach mal durchbrettern, aber fuck, er hat nicht gesessen. Oder hat doch gesessen. Scheiße, jetzt geht's aber auf mein eigenes Blut. Also,
tut's eh immer, aber ich meine, jetzt habe ich nicht mehr die Reserven. Warum habe ich das liegen lassen? Wo ist denn noch einer? Kann ich hier speichern? Weil dann tue ich speichern und versuche durchzudüsen. Ja, geht natürlich nicht. Ach, er lebt hier noch. Ich glaube, ich kann es bereuen, wenn ich ein... Wenn ich ihn da jetzt nicht töte. Na, wo ist er jetzt? Komm, zeig dich mal. Bis da nach hinten wäre das gegangen, okay. Und der nächste ist jetzt da hinten. Okay. Lauf auf das Fahrzeug. Ich meine, das war, nicht, war ja nur auf den Hügel hoch und dann wieder runter, ne? Mehr sehen würde. Was das? Oh, scheiße, Mann, da hätte ich jetzt durchbrettern können. Ich hörte den Herzschlag meiner Mutter. Ehren und Loch Ness. Wir waren siamesische Zwillinge. Vor unserer Geburt waren wir eins. Irgendwie ist der Sound jetzt weg. Versuchten sie uns. Okay. Zu ach, da hinten ist es. Die Operation war erfolgreich. Aber wir waren weiter eins. Wir kannten unsere Gedanken, ohne ein Wort zu sprechen. Jö, wir sind da, wir sind nicht draufgegangen. Ihr Schmerz. Gott sei Dank. Was? Überhaupt nicht eine Detour. So, absteigen. So, da, ich habe da eine Überraschung mit dabei. Liefern. Ja, genau, das war angefordert. Kommt sie raus? Hä, warum denn? Hä, hier geht's doch nicht. Ach, was soll's? Morlingen, nein. Tut mir leid. So furchtbar leid. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Schön, deine Stimme zu hören. Ich hätte dich einweihen sollen. Ich wollte sie retten, konnte aber nicht. Du musst jetzt nichts mehr sagen. Lockne.
Repariere seinen Cupid. Ich konnte unser Kind nicht retten, aber du kannst unsere Welt retten. Du allein. Ich liebe dich. Hörst du? Für immer. Und ewig. Jetzt lass die Welt eins werden, okay? So wie wir eins sind. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist sie gestorben? Oder lebt sie jetzt noch? Aber nee, hat jetzt auch klar, als wäre sie gestorben. Ich meine, klar, wir haben das getrennt, aber... Hä? Warum? Kann mir das mal einer erklären? Hä? Nee, ich verstehe es nicht. Okay, 10 Kilometer waren das. Noch ein bisschen was. So. So, da, ja, weiter. Ich wissen, wie es weitergeht. Was sie durchgemacht hat, ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte unser Band absichtlich gelöst und wäre mit unserem Kind fortgelaufen. Ich habe deinen Cupid repariert. Der Begrenzer müsste jetzt richtig funktionieren. Eine Sache noch. Bevor ich mit der Arbeit begann, habe ich mir den Code genau angesehen. Ich bin mir sicher, jemand hat ihn verändert. Entweder das oder mein Gedächtnis lässt nach. Dein Code wurde umgeschrieben. Umgeschrieben ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir einfach, es war nicht die letzte Version von mir. Und doch, deshalb wurde ich endlich mit Morlingen wieder vereint. Aber vielleicht wissen wir ja bereits, wer es war. Sie starb unter den Trümmern mit unserem Kind im Bauch. Ihr Kar ging über auf die andere Seite, doch ihr Haar verblieb. An unserer toten Tochter. Sie wusste das alles, natürlich. Darum ließ sie eine Handschelle locker, um ihre Vitalfunktionen zu verbergen. Leider konnte sie ihre Lieblingserfindung nicht nutzen. Sie tat all das, um mich und unsere Tochter zu schützen. Gut, dann hätten wir jetzt mal ein bisschen mehr Klärung. Interviewdaten. Stabilisator. Keine Ahnung, was der macht. Frachtkatapult. Okay, tut das genau das, für was es steht? Hm.
Und da sind die Leute ungefähr die gleichen Wege gegangen wie ich. Ja, okay. Schwester? Ich kann dich hören. Wir sind vereint. Wir sind eins. Wie früher im Mutterleib. Erinnerst du dich? Orlingen. Lochner. Dank dir ist Edgenot City endlich in Reichweite. Und Lochner, deine Arbeit wird helfen, dass das chirale Netzwerk online bleibt. Gemeinsam könnten wir es wirklich nach Westen schaffen. Also Sam, da ist noch etwas, das du wissen musst. Wir haben die Daten deiner angeblichen Begegnung mit den Soldaten untersucht. Da wir nur Ton zur Verfügung hatten, ist unser Bild unvollständig, aber die Sprachen, Namen und Begriffe, die wir hören, und die Munition, die wir bestimmen konnten, alles deutet darauf hin, dass du vor über 100 Jahren auf einem Schlachtfeld gewesen bist. Im Ersten Weltkrieg, um genau zu sein. Es war kein Traum, keine Halluzination. Vielleicht wurdest du in eine andere Dimension befördert oder so. Angesichts der Zeitabweichungen warst du vielleicht an einem Strand. Da sind wir uns nicht sicher. Von einem zum Schlachtfeld gewordenen Strand habe ich allerdings noch nie gehört. Aber Strände werden vom Willen der Menschen geformt, die sie bewohnen. Vielleicht hat Hartman eine rationalere Erklärung parat. Strände sind sein Fachgebiet. Leider reicht das chirale Netzwerk noch nicht bis zu ihm. Egal, ruh dich etwas aus. Noch können wir all die Fragen eh nicht beantworten. Ja, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Gehen wir mal runter. War doch eine lange Reise. Nö, wir haben wieder Blut. Okay, nice. Okay, ich würde mal sagen, das lassen wir ein bisschen auf uns wirken. Und wir machen erstmal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Reise. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.